Wir wollten damit was Großes erschaffen. Jules Videos immer sehr geil. Digga, übers 9-Euro-Ticket, ich bin wirklich gespannt. 9-Euro-Ticket, wilde Zeit gewesen. Einfach alle nach Sylt gepilgert. Wir befinden uns im Jahr 1995. Alle Menschen sehen so aus, als würden sie im heutigen Berlin wohnen. Mein Nachbar Totoro ist der angesagteste Kinderfilm, der im Fernseher läuft. Und Technik befindet sich, wir sagen mal, in einer Findungsphase. So sieht das neueste Gerät aus. Auch Gaming ist angesagt wie noch nie zuvor. Und die neue ultra-realistische Grafik lässt Kinder vor den Konsolen ihr Herz aufgehen. Nintendo 64 kommt. Super realistische Grafiken. Die Deutsche war auch damals schon relativ unpünktlich. Ey, mir wurde letztens wieder ein FIFA 13 Video vorgeschlagen. Es ist verrückt, wie sich Grafik entwickelt hat. Verrückt. Die Verspätung stolze 17 Minuten. Führt ein sogenanntes schöne Wochenende-Ticket ein. Für unschlagbare 15 Mark kann man mit 5 Personen 2 Tage lang überall in Deutschland hinreisen. Und wie zu erwarten, stürmten daraufhin Millionen von Menschen auf die Zugverbindungen, um irgendwie an einem schönen Fleckchen Erde ihren Urlaub zu genießen. Das Dosenbier haben sie sich mitgebracht. Überall sitzen junge Leute auf dem Boden. Der Suchtnetz ist im Moment... War das ein Schalke-Fangesang? Keine Verbindung. Also Rechner raus und nach einer Alternative gesucht. Unsere Arbeit war in Vollzügen genießen, ja. Ah, wegen Zügen! Das Ticket wurde über die Jahre dann immer teurer, bis es dann 2019 komplett abgeschafft wurde. Und ein Jahr später kam Corona. Überall ploppten diese komischen Zeichen über den Köpfen der Menschen auf und jeder lief plötzlich mit dick gepanzerten Anzügen rum, um sich vor dem sofort tötenden Virus zu schützen. Mein Sohn fängt an grün zu leuchten, meinte er hat Corona. Vielleicht sollten wir auf die Türme schießen mit der gefährlichen 5G-Strahlung oder sie am besten gleich alle abfackeln. Ich bin zwar im zweiten Monat vom Lockdown, aber ich werde dieser Zwiebel widerstehen. Toilettenpapier wurde plötzlich so selten in den Märkten wie schwarze Materie. Ich kann eh nicht... Digga, so wild, dass einfach Leute... Also dieses Toilettenpapier-Grind verstehe ich bis heute nicht, Digga. Krank werden, denn ich habe die Anti-Corona-Matratze. Und wie wär's, wenn wir die Klopapierpakete horten und dann für viel Geld auf eBay anbieten? Verkaufe ein einziges Klopapier. Ja, das sind halt alles eben so Dinge, die man während einer Pandemie so wild, so macht. Zusammengefasst, die komplette deutsche Wirtschaft ist ausgelastet. Und dazu stiegen dann noch 2022 die Energiepreise. Und doch dann kam die deutsche Regierung auf eine geniale Idee, um den Bürgern zu helfen. Dem neuen Euro-Ticket. Für die 3 Monate von Legendary bis August soll man für nur 9 Euro jeden Regional- und Nahverkehrszug benutzen dürfen. Das Ticket sollte den Bürgern finanziell etwas unter die Arme greifen und als Belastungstest für die Deutsche Bahn dienen. Und zu zeigen, was der ÖPNV alles kann. Und vor allem... Well, ja... sollte das 9-Euro-Ticket eines, und zwar ein Anreiz für die Autofahrer sein, um endlich mal etwas mehr mit dem Zug zu fahren und weniger den Straßenverkehr zu nutzen. Tatsächlich eine ziemlich gute Idee, um etwas für das Klima zu tun. Jedoch gibt es dafür auch andere Methoden, denn Deutschland wird zu derselben Zeit von einer großen Welle an Klimaprotestanten getroffen. Und ich will hier jetzt kein politisches Fass aufmachen oder so. Doch, Digga. Idioten, die sich auf die Straße kleben, sind einfach Idioten, Mann. Das ist mein Statement. Scheißegal, was die politische Motivation dahinter ist. Die Sache, für die sich einsetzen, ist gut, aber es sind alles Vollspasten, Alter. Ich sage nur, dass die Aktionen von Aktivisten manchmal verdammt lustig anzusehen sind. Seit Samstag sitzen 13 Wissenschaftler im Gefängnis. Schwarze Farbe an eine leere Wand werfen, mit orangenem Pulver ein paar Blumen zerstören. We're asking the government. Gebt der Oma eine Gehaltserhöhung. Rote Betesaft eine Treppe runterschütten, einen Teller mit Obst fallen lassen. Damn, Bro, that's crazy. Sich in einem Öltransporter festkleben, nur um danach zu bemerken, dass in dem Transporter eigentlich nur harmloses Speiseöl transportiert wird. Wir haben nicht genügend Steine, meine. Mit Fahrrädern auf einem Flughafen rumfahren. Die wilden Kerle! Können wir die nicht einfach überfahren? Nee, kann ich leider so nicht akzeptieren. Sich selber auf die Straße kleben und dann wochenlang mit einer Hand aus Beton rumlaufen. Digga, ich kann das alles nicht mehr.
Edward mit den schweren Händen. Schere, Stein, Papier. Mist, wieder verloren. Seinen eigenen Protest ankündigen. Ich selbst werde jetzt am Freitag in den Sicherheitsraum des Berliner Flughafens gehen und damit dafür sorgen, dass der Flugverkehr gestoppt werden muss. Tomatensuppe auf ein Oh mein Gott, da krieg ich so Aggression, Digga. Da krieg ich so Aggression. Dem Bild ist zum Glück nichts passiert, weil da irgendwie so eine extra Schicht drüber war. Aber Junge, das macht mich so sauer, Alter. Oh mein Gott. Also ist ja alles schön und gut. Setzt sich fürs Klima ein. Ist ja wirklich ein wichtiges Thema, Alter. Aber, Junge, ach, lass uns nicht drüber reden. Gar keinen Bock, mich darüber auszulassen. Melde von einer Blume werfen. Ich werde dich rächen, Mr. Van Gogh. Sich festkleben und danach die Kleberpackung in den Gulli werfen. What if you wanted to go to heaven? A godsend. Klimaschutzprotest. Sich an einem Dirigentenpult festkleben. Oh mein Gott, das habe ich auch gesehen. Und dann vor den Augen von tausenden Menschen einfach in einen Stellraum getragen werden. Sich in einem Durchfahrtstor vom Bundestag festkleben, was gar nicht mehr verwendet wird. Oh mein Gott, ich kann das alles nicht mehr. Oh shit, holt mich jemand ab. Oder man sorgt dafür, dass Bahnfahren billiger wird und bewirkt damit, dass die ganze Umwelt von den steigenden Bahnfahrten profitiert, weil somit mehr Leute klimafreundlich von A nach B kommen können. Und so lag der Start des 9-Euro-Tickets nur noch einen Monat entfernt. Und eine Person macht einen schwerwiegenden Fehler. Christian Lindner. Der Pressesprecher von... Oh. Sylt namens Moritz Luft sah, dass das 9-Euro-Ticket nun offiziell beschlossen wurde und sagte der deutschen Presse, dass die Touristeninsel Sylt ressourcenmäßig nicht optimal für das 9-Euro-Ticket ausgerüstet wäre, man sich vor einem Ansturm zu vieler Touristen fürchten würde und die Leute doch möglichst auf andere Reiseziele ausweichen sollten. Guess what, was die Leute machen, wenn du sowas sagst? Guess what, was werden sie tun? Wenn du der Öffentlichkeit und dem Internet sagst, wir werden kollabieren... Unser, das wird nicht gut gehen. Guess what? Und so wurden in den kommenden Tagen zahlreiche Artikel veröffentlicht über den einzigen Ort in Deutschland, der den Medien vermitteln möchte, dass er Angst vor zu vielen Besuchern haben würde. Und um darauf Folgendes zu erklären, brauchen wir einen kurzen Ausflug in die Verhaltenspsychologie. Der sogenannte Streisand-Effekt besagt, dass man bei dem Versuch eine... Information oder Tat zu unterdrücken, genau das Gegenteil erzielt. Zurückgehend auf die Schauspielerin Barbara Streisand, die 2003 einen Fotografen anklagte, der ein Foto ihres Hauses ins Internet stellte. Das Ganze bekam eine riesige mediale Aufmerksamkeit und jeder Mensch wusste plötzlich, dass dieses eine Bild ihr Haus in Kalifornien zeigt. Ein Bild, was davor von gerade mal 6 Menschen runtergeladen wurde. Auch genannt schlafende Hunde weg. Sei es Beyoncé, die auf der Bühne in einer sehr unglücklichen Pose von einem Fotograf abgelichtet wurde und daraufhin dann das Bild aus dem Internet entfernen lassen wollte, nur damit diese Bitte dann von hunderten Medien aufgegriffen wird und so der Klassiker. Darfst du niemals machen, wenn du in der Öffentlichkeit stehst. Das auf anderen Social Media Plattformen zum lang bestehenden Meme des Jahres wurde. China, die auf ihren Social-Media-Plattformen das Wort Winnie Pooh banden, nachdem zahlreiche Leute den Präsidenten von China mit der jahrealten Cartoon-Figur aus den 70ern verglichen. Seid ihr hier auch Gefangene? Ein paar Leute haben behauptet, Pooh sehe aus wie der chinesische Präsident. Oder das Weiß-Magazin, welches Leute im Internet ernsthaft darum bat, doch bitte keine Memes aus dem politischen This is America-Musikvideo zu machen. Wow, was kann da schon schief gehen? Also Leute, sendet auf keinen Fall Fußbilder an diese E-Mail. Und jetzt nehmen wir den Artikel mit der Aufschrift Sylt in Angst vor den 9-Euro-Urlaubern, der ganz unschuldig an einem sonnigen Mai-Nachmittag seinen Weg in das große und weite Internet fand. Ticket kaufen? 9 Euro. Henrietta und Justus die Sommerfrische verderben? Unbezahlbar. Und ab hier gab es kein Zurück mehr. Der Artikel verbreitete sich auf einmal auf Twitter wie ein riesiges, unaufhaltbares Lauffeuer. Und so wurden in Höchstgeschwindigkeit zahlreiche Memes erstellt über den bevorstehenden Sylt-Ansturm. Wirklich alles war dabei. Der Kampf um Mittelerde wurde plötzlich zum Kampf um Sylt. Die riesige World War Z-Zombie-Horde an Proleten, die Sylt stürmen werden. Sylt 2022 wird das Festival des Jahrhunderts. Der Zug mit den Leuten, die nach Sylt fahren, um dort reiche Menschen zu essen. In das deutsche Area 51, um auf der Insel BWL Justus zu befreien.
Gisela und Harald, wie sie ihren Strandkorb vor Proleten. genau. Wenn du den Deutschen mit einer Sache triggerst, zwei Optionen. Verbiete ihm sein Bier oder belagere seinen Strandkorb auf Sylt. Dann geht's los. Verteidigen müssen. Die Buben und dich auf dem Weg mit 5 Nuller Dosen Bier, um dort reiche Menschen zu belästigen. BOV, du fährst nach Sylt. Sylt, ich komme! Zahlreiche Starter-Packs, Festival-Flyer und To-Do-Listen wurden für den heraufbeschworenen Sylt-Urlaub gepostet. Zahlreiche Boomer erhoben ihre Hände und leisteten ihren Beitrag mit viel zu vielen Kermit der Frosch-GIFs und Lach-Emojis unter den Twitter-Beiträgen. Hashtag Sylt landete erstmals in den Twitter-Trends. Und plötzlich machte sich die Deutsche Bahn über die Sylt-Idee lustig. Eine Stunde danach folgte dann der offizielle Arte-Twitter-Account. Dann Dr. Oetker. Für Kuchen und Sylt. Einfach Dr. Oetker. Und dann schrieben die Mainstream-Medien Artikel darüber, dass Leute mit dem 9-Euro-Ticket Sylt stürmen werden. Inklusive satirischen Postillon-Artikeln, die behaupten, würden, die Sylter hätten den Bahndamm bereits gesprengt, um Touristen fernzuhalten, oder die Züge wären bald mit Sitzen auf den Dächern ausgestattet, um mehr Platz zu schaffen. Und Tage später war dann das ganze Internet voll damit. Voll mit neugeborenen Memes, welche sich über die Tage durch jegliches Sylt... Ey, aber mal eine Frage an den Chat. Wer von euch ist mit dem 9-Euro-Ticket wirklich nach Sylt gefahren? Mal eine 1 reinschreiben. Wer ist wirklich dahin gepilgert? Also von mir gibt's eine 2. Ich war nicht auf Sylt. Ich hab's nicht gemacht. Viele Zweien im Chat. Aber das war schon wirklich eine vogelwilde Zeit. Bin Sylter, also 2. Boah, mein Beileid. Aber das war schon krank. Aber by the way, absolut heftiges Video von Jules schon wieder. Social Media Plattform zogen oder Fernsehsender, die zeigten, wie man am besten mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt kommt. Viele befürchten, dass mit dem 9-Euro-Ticket ab morgen das hier eintreffen wird. Und am 1. Juni 2022 war es dann schließlich soweit. Das 9-Euro-Ticket ging live auf jeglichen Servern in Deutschland. Doch erstmal Werbung. Bereits am ersten Tag des 9-Euro-Tickets wurden 1 Million Tickets erworben. Die Server der Deutschen Bahn sind nonstop abgestürzt und schon um 8 Uhr morgens sitzt die erste Person auf einem Bierkasten am Bahnhof vor Sylt und besäuft sich. Digga, jeder Fußballfan schon einmal in seinem Leben. Jeder. Doch was passiert eigentlich, wenn man Bahnfahren für ganz Deutschland einfacher zugänglicher macht? Richtig, die Leute fahren mehr Bahn. Die Deutsche Bahn war anscheinend ziemlich überrascht darüber, denn bereits am Vortag vom 9-Euro-Ticket verkündigten sie, dass die Bahn nicht auf die bevorstehenden Menschenmengen vorbereitet wäre und sie keinerlei Kapazitäten mehr übrig hätten. Die Bahn selber spricht von einer stabilen Lage deutschlandweit. Was nennt man dann wohl die stabile Seitenlage? Genervt, frustriert, verspätet und immer noch nicht am Ziel. Geil, Bro. Geht nicht mehr zu, ich auch nicht raus. Überfüllte Bahnhöfe, überfüllte Züge, abgewiesene Passagiere. Stabilen Lage. Die Bahnhöfe waren auf einmal voller Leute mit 9-Euro-Ticket in der Tasche, die plötzlich irgendwo mit dem Zug hinreisen wollten. Dabei waren genervte Pendler und Arbeitende, die eh mit dem Zug fahren mussten. Ja, Rentnergruppen, die mit Orangen... War einer von euch zu dem Zeitpunkt Pendler oder ist irgendwie morgens immer mit Öffis zur Arbeit oder zur Uni oder zur Schule gefahren und wurde dadurch komplett gefickt? Also ich muss sagen, ich bin jetzt selbst... Zum Glück, ich fahre nicht so häufig mit öffentlichen Verkehrsmitteln, aber ich bin zu der Zeit auch 3-4 Mal unterwegs gewesen und ich weiß nur noch eine Sache, dass es die komplette Hölle war, weil damals noch Corona-Time war und du wirklich in so ein, also ich hasse ja sowieso Menschenmengen, aber mein Horrorszenario, was ich wirklich sagen muss, Horrorszenario ist ein voller Zug bei heißen Temperaturen, während du eine Maske tragen musst. Und ich bin zu dem Zeitpunkt 3-4 Mal mit der Bahn gefahren und danach wollte ich einfach wirklich jedes Mal sterben. Also es war komplette Katastrophe damals noch mit den Masken. ...in Warnwesten und ihrem super neuen X3S Tracking Bike mit 5 Flaschenhaltern und Rückspiegel plötzlich eine Fahrradtour quer durch Deutschland machen wollten. Ja, was heißt Klima ausgefallen? Also ehrlicherweise, ich habe glaube ich noch nie eine Klimaanlage in einer deutschen Bahn irgendwo gesehen. Also ich bin mittlerweile eher davon überzeugt, dass die Deutsche Bahn einfach keine Klimaanlagen hat, anstatt dass sie immer ausfallen. Habe ich noch nie gesehen. Personen, die mit ihren kiloschweren 5,5
Koffern, bewaffnet mit Chibo-Survival-Ausrüstung und 13 Mal Zug umsteigen, in den Urlaub fahren wollten. Nicht ohne meine Steinsammlung! Die klassischen Ballermann-Touristen, die einfach nur zum Saufen dabei waren. Der Lokführer war eine harte Zeit. Der Typ, der nach 3 Sekunden sein MacBook Pro inklusive WLAN-Router und Spielkonsole auspackt. Look at this fucking bullshit. Der Passagier, der bereits eingeschlafen ist, bevor die Bahn überhaupt losgefahren ist. Und natürlich die Leute, die einfach nur mit dem Zug fuhren, weil man jetzt billiger mit dem Zug fahren konnte. Es kommt zu teils chaotischen Szenen. Viele Deutsche nutzen das lange Pfingstwochenende für einen Kurzurlaub. Die Züge kamen teilweise so voll an, dass kein einziger Mensch mehr einsteigen konnte. Und die Bahngleise füllten sich mit Menschenmassen. Ich hab keinen Bock mehr, ich schmeiß alle raus und dann sollen sie mich alle am Arsch lecken. Züge waren teilweise sogar zu voll, um überhaupt weiterzufahren. Und Menschen fingen an den Bahnhöfen ihre Zelte aufzuschlagen, sich irgendwie die Zeit zu vertreiben oder sich um Sitzplätze zu prügeln. So lange, bis die Polizei kommen musste, um die Leute entweder gewaltsam aus den Zügen zu entfernen oder den Mitfahrern deutsche Bahngutscheine anboten, wenn sie dafür aus dem Zug steigen würden, um Platz zu schaffen. Wenn nicht genug Leute freiwillig aussteigen, dann entscheidet die Polizei aussteigen. Eltern mussten ihre Kinder in einigen Fällen oben auf die Gepäck Ablage legen. Berichte von zahlreichen Leuten, die bei der Hitze einfach umgekippt sind und das Bewusstsein verloren. Schlagzeilen von Frauen und Kindern, die sich in den Regionalzügen in die Hose machten, weil die Toiletten überfüllt waren. Ich habe all mein Geld verloren. Und die Leute, die im ICE saßen und sich alles von außen anschauen konnten, hatten währenddessen Digga, die Zeit. Lol, das bin einfach legit gerade ich. Guck mal hier, was ein Zufall. Digga, das bin legit ich mit dem Brot. Warte, ich beiß kurz ab. Oh, ich hab mal hart. Das bin einfach ich! Von außen anschauen konnten, hatten währenddessen die Zeit ihres Lebens. Wieso nehmt ihr nicht einfach eine Tasse beruhigenden Jasmin-Tees zu euch? Digga, Avatar, der Herr der Elemente. Geil. Bilder von zerstörten Zügen machten in Social Media die Runde. Doch keine Sorge, das waren nur mal wieder Fußballfans. Und ironischerweise haben viele Leute wieder angefangen, das Auto zu benutzen, weil die Züge so extrem voll waren. Gut gemacht, wir haben den Klimawandel verwirrt. Und je mehr Tage vergingen, desto angenehmer wurden auch die Zugfahrten. Leute haben von A bis Z wirklich alles mit in ihren Urlaub genommen, um sich das Leben irgendwie leichter zu machen. Es wurde mehrfach gegrillt im Zug und das Bier durfte natürlich auch nicht fehlen. Sauschweine! Die verschiedensten Tiere sind im Zug mitgefahren, also wirklich alle Tiere, die irgendwie noch Platz fanden. LOL! LOL! Und falls du den Zug nehmen wolltest, er sich aber verspätete, kann das natürlich am 9-Euro-Ticket liegen. Oder an der Frau, die sich dazu entschloss, einen Spaziergang auf den Gleisen zu machen, weil ihr Zug nicht kam und dafür sorgte, dass zwei Züge eine Vollbremsung machen mussten. Insgesamt 58 Züge kamen dadurch zu spät. Der Typ, der mit seinen Freunden eine Pizza an den nächstliegenden Bahnhof bestellte und dadurch 15 Minuten lang die Tür blockierte, damit er eine Pizza im Zug essen kann. Wann dort zurück der Pizza im Bordbistro, um solche Vorfälle zu vermeiden. Der Mann, der dachte, dass man mit dem 9-Euro-Ticket auch bei Güterzügen mitfahren kann und einfach so in einen Kohletransporter bis nach Magdeburg fuhr, nur um dann dort von der Polizei gefasst zu werden. Hey, TTIP ist TTIP. 12 Züge hatten dadurch eine Verspätung. Oder weil sich zwei Männer wegen eines Sitzplatzes geprügelt haben. Oder weil sich zwei Männer wegen eines verschütteten Kaffees geprügelt haben. Eine Flutwelle, die die Ausgänge und Elektronik am Bahnhof lahmlegte. Irgendjemand seinen komplett fremden Zug bei Würzburg abstellte, bei dem kein Unternehmen wusste, wem er gehört. Klar, jemand hat wohl aus Versehen seinen eigenen tonnenschweren Güterzug abgestellt. Passiert doch mal. Heißt also, die Deutsche Bahn ist schon wirklich sehr schlecht. Doch manchmal sind doch einfach andere Menschen schuld. Und dann gibt es natürlich noch die Geschehnisse um Sylt herum. Moin moin und herzlich willkommen auf dem Sylt-Shuttle. Nun, was ich vorher nicht erwähnt habe, ist, dass die Idee Sylt zu stürmen auch eine sehr große Popularität auf Reddit bekam. Und um zu verstehen, warum jede verrückte Geschichte erst beginnt, sobald Reddit davon hört, brauchen wir erstmal einen kleinen Crashkurs für Reddit Deutschland. Germans on Reddit every time they talk be like Sauerkraut, Autobahn, Currywurst, Blitzkrieg, Brezel. Blitzkrieg. Bro! And it's fucking hilarious. In jedem deutschen Subreddit herrscht die ungeschriebene Regel, dass alles auf Deutsch formuliert werden muss. Shitposting wird Scheiße frustrieren genannt. Memes heißen Maymays. Ah, fick, hier gehen wir erneut. Und falls du mal wieder das Gym am Hitten bist, und dann hast du eigentlich nur das Gymnasium geschlagen. Natürlich gibt es da in deutscher Manier auch eine ganze tabellarisierte Legende für. Und so Was?
Ich bin bei Reddit nicht drin. Gibt es für fast alles einen Subreddit. r/Mauerstraßenwetten, falls man versucht auf schnellstmögliche Weise wieder sein Geld zu verlieren. Asymmetrisches Eierpattern bei GameStop, muss ich wohl weiterarbeiten gehen. Schade. r/IIL, um einfach nur Memes zu posten. Josef, wir müssen kochen. Okay, Brudi Mongo, falls man einen etwas höheren Anspruch bei Memes hat. Dresden. Bum, bum, bum. Oder jegliche Subreddit. Bro. Für die verschiedensten Städte in Deutschland, die eigentlich nur dafür da sind, um sich über die eigene Stadt lustig zu machen. Hey Leute, was war in eurem Adventskalender drin? Und falls man aus Versehen mal doch auf Englisch schreibt, wird man sehr liebevoll mit einem Sprich Deutsch, du Hurensohn darauf hingewiesen. Und sobald Deutschland auf Reddit nur für 0,3 Millisekunden in einem internationalen Subreddit zu sehen ist, oder man sich auf Reddit mal wieder über die deutsche Sprache lustig macht, haha, ihr nennt das wirklich Mutter, oh mein Gott, ist die Kommentarsektion in Höchstgeschwindigkeit Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. Ich dachte, geil. Und alle englischen Kommentare werden sofort runtergevotet oder bestückt mit einem Sprich Deutsch, du so. Selbes wird auch gerne in den Kommentarbereichen auf YouTube gemacht oder wenn man bei r/plays als Streamer auf die glorreiche Idee kommt, sich mit den Deutschen anzulegen. What is this? Sprich Deutsch? Germany, I was not, listen, I did not want to... Sprich Deutsch. Dieser Chat ist jetzt Deutsch! Sprich Deutsch, sprich Deutsch, sprich Deutsch, sprich Deutsch, du Hurensohn. Oder... Eine Keke, eine etwas ältere Geschichte, die das Verhalten der deutschen Reddit-User sehr gut verdeutlicht. Am 5. August 2019 postete ein holländischer User ein deutsche verspottendes und auf holländisch geschriebenes Meme in Deutschlands größten Meme-Subreddit IIL. Sorry, ich verstehe kein Frikadellenbrötchen. Deutsche waren empört darüber und wehrten sich daraufhin in typischer Manier mit ein Dutzend deutschen Memes im holländischen Meme-Subreddit IKIHE. Jo, was zum Fick? Der Holländer namens Kilt Mufasa postete im Anschluss darauf dann ein Meme, das zeigte, dass die durchschnittliche Penisgröße in den Niederlanden um 1,39 cm... Alter! What the fuck? Warum haben die so lange Dinger? ...größer ist als die der Deutschen. Lol, hier sind meine 3 cm, also weniger schlimm als dort. Der deutsche Redditor B. Dominik war nach diesem Meme sehr wütend, warum auch immer, und postete eine Kriegserklärung an die Holländer im deutschen Subreddit und kündigte die Operation Blitzkrieg an, bei der das ganze holländische Subreddit mit Scheißepfosten geflutet werden sollte. Darauf... mit ApoRed! Daraufhin gab es einen riesigen Hagel an Memes auf die gegnerische Community. Was in der Schnitzelfuck ist hier an der Hand? Was in der Schnitzelfuck? Bis der Holländer namens Chad van der Kok ein Meme hochlud, wo beide Subreddits gemeinsam auf das englische Subreddit namens Me in... Nein, da haben die sich verbündet oder was gegen die Amis? Real Life schossen. Und dieses Meme war ein Friedensangebot. Und darauf folgte dann die offizielle Friedenserklärung zwischen den Niederlanden und Deutschland, um zusammen einen ganz neuen Gegner anzugreifen. Das ist das Geilste. Habt ihr Pedalo-Memes? Und so warteten beide Parteien, bis die Amerikaner ins Bett gingen, um über Nacht eine der größten Subreddits der Welt gemeinsam mit fremdsprachigen Memes zu befeuern. Es war wieder Zeit, Krieg zu führen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Seite an Seite mit einem Niederländer sterbe. Ich verstand, er ging Bank an Uitbuitni. Ich habe kein Wort verstanden. Und am nächsten Morgen wachten die Amis auf und das ganze Subreddit sprach plötzlich 2 komplett andere Sprachen. Die Leute sahen etwa das Äquivalent zur Minecraft-Enchantment-Sprache, hatten plötzlich extreme Angst vor dem mysteriösen Buchstaben Ö. 28 Tage bezahlter Urlaub. Das metrische System. Celsius. Everything seems to be in Dutch or German. What the fuck is happening? Deutsche und Niederländer, wie sie ihre eigenen Memes hochvoten. Das ist unsere Bundeskanzlerin. Das ist er heute. Fühlt ihr euch schon alt? Ich, wie ich alles hochvote, obwohl ich kein einziges Wort verstehe. I'm doing my part. Nederland zu Pannenkuchen. Goedemorgen. Konnten den Subreddit für gefühlte 2 Wochen nicht mehr benutzen, weil alles englischsprachige runtergevotet wurde. Oder auf jegliche Versuche ein Sprich-Deutsch-Du-Hurensohn folgte. Oh mein Gott, er wurde ermordet. Und das polnische Subreddit hatte aufgrund der deutschen Invasion plötzlich ganz schön Angst um sein Leben. Und ich kann mir überhaupt nicht erklären, warum. Oh nein, die Schnitzel kommen. Schnitzel! Lala, 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 lala.
Und dann gibt es noch den Mittwochsfrosch, der ursprünglich eigentlich aus dem Amerikanischen kommt. It is Wednesday, my dudes. Und durch den User I Fuck Your Mama vor 6 Jahren ins Deutsche geholt wurde, nachdem er eine Oktoberfest-Version von dem Breitmaulfrosch postet, der übrigens wirklich sehr interessante Geräusche von sich geben kann. Und ab da war der Frosch offizielles deutsches Staatseigentum. Mittwoch. Seit Jahren leuchtet der User Small Lebowski den Mittwoch mit einem neu gezeichneten Bild von den Fröschen ein. Mal mit passendem Bezug zum deutschen Zeitgeschehen, mal mit Anspielungen auf Spiele oder Serien. Hey, ihr da, es ist endlich Mittwoch. Und manchmal ist es einfach nur Kunst. Und das jedes Mal mit der Aufschrift, es ist Mittwoch, meine Kerle. Und dann gibt es noch die Nettie, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg? Ja, oh mein Gott, die sind aber, also, die wurden so overloaded, Alter. Also, das Meme war auch original eine Woche lustig und danach war es einfach nur noch so unangenehm. Plus eins, das war wirklich zu viel. Also es war wirklich eine kurze Zeit lustig, aber es wurde zu viel, Junge. Dicker. Von Standorten wie den 7 Weltwundern bis zu den höchsten Bergen der Welt, einer beliebten Netflix-Serie oder in die Fotos von Influencern, die anscheinend relativ bekannt sind. Kein Plan, wer das ist. Nett hier, aber waren Sie schon mal am Esslinger Bahnhof? Hey Sauron, warst du eigentlich mal in Baden-Württemberg? Wir sehen also, Reddit Deutschland bietet den absolut perfekten Nährboden für Aktionen wie Hey, Leute, lasst uns alle Sylt mit dem 9-Euro-Ticket stürmen. Erst machte die Idee die Runde im deutschen Meme-Subreddit. Dann wurde der Subreddit Sylt 51 erstellt, wo taktische Pläne und Karten sehr aufwendig mit... Ich schwöre, das Internet ist geistig behindert. Das Internet ist wirklich geistig komplett am Ende und es ist genau das, was ich am Internet so liebe. Mit Windows Paint erstellt worden sind. Also wir haben einmal im Norden von Sylt die sehr populäre Reggae-Bucht. Etwas weiter südlich gibt es dann Brüllen ohne Noten, um Leute zu verärgern. Und dann kommt hartes Metall und ich bin mir sicher, da soll einfach ein schweres Eisen rumliegen. Und natürlich im Osten das errichtete Lager für Nachschub. Und die Pedalo-Fahrer fahren auf den Zügen über den Hindenburg-Damm im Osten und die 5-0er Dosenbierlieferung über das Schiff kommt vom Norden. In deutscher Manier wurde auch in Höchstgeschwindigkeit der Ort ermittelt, der die kürzeste Distanz zu den 3 Grundbedürfnissen Aldi, Burger King und Toilette. Es ist so gut. Gewährleistet. Natürlich gab es auch einen passenden Nettier-Sticker zu Sylt. Immerhin. Kann er halt nicht mehr. Muss man ja auch Spuren hinterlassen. Aber eine Frage bleibt noch offen. Warum eigentlich Sylt? Nun, Sylt ist eine kleine, aber feine Insel und liegt im Norden von Deutschland. Deutlich abgeschottet von dem Rest der Bevölkerung. Und ist somit nur mit dem Zug über den wunderschönen Hindenburg-Damm zu erreichen. Verpiss dich, Möwe! Und falls du zufällig einen Privatjet rumliegen hast. Hey. Doch im allgemeinen Sprachgebrauch ist Sylt bekannt dafür, die Insel der Prominenten schön und reich. Also kommt es jetzt noch, was ich erwarte? Da muss kommen. Welchen Menschen zu sein. Ein beliebter Spaß bei Touristen ist hier das Porsche-Zählen. Wohlhabende kaufen sich für riesige Summen ihre Häuser dort, spielen Poloturniere mit anderen Reichen oder Politiker, die sich mit Bundeswehr-Hubschraubern dorthin manövrieren lassen, um einfach nur ein bisschen Urlaub am Strand zu machen. Die teuersten Autos werden dort gefahren und falls du nicht mindestens 4 Uhren an deinem Handgelenk trägst, müssen wir dich leider mit Geldschein bewerfen. Ja, ich lasse mein Kapital für mich arbeiten. Man kann also gut nachvollziehen, warum ausgerechnet Sylt als Ziel gewählt wurde. Digga, also ich sag's jetzt einfach, vielleicht habe ich ja einen kompletten Dreher in meinem Kopf und. Aber war das nicht so, dass Christian Lindner auf Sylt geheiratet hat und deshalb die alle dahin gegangen sind? Oder verwechsel ich da was? Bin ich gerade komplett lost. Nicht zu der Zeit. War danach. Auch. Viel später. Völlig lost. Okay. Ja, perfekt. Und so wie es kommen sollte, kehrten am ersten Tag des 9-Euro-Tickets bereits am frühen Morgen die ersten Leute auf Sylt ein. Und zwar Punks. Eine Gruppe von Asozialen und Pöblern, die einfach nur da waren, um Chaos zu stiften und sich vor den Gesichtern der Reichen zu betrinken. 500 Punks erobern die Insel der Besserverdienenden. Wenn es zum Atomkrieg kommt, dann kommt's von der japanischen Seite. Oh mein Statement. Du bist mit dem 9-Euro-Ticket hier. Jawohl. Hey. Oh, war verschluckt. Abfahrten, ein bisschen hier saufen, aber keinen Stress machen. Nein, ihr Fotzen! Alter, das ist echt lustig. Boah,
Das ist echt sehr lustig. Saufen, aber keinen Stress machen. Nein, ihr Fotzen! Heute schon gelacht, aber! Kim Jong-un, Kim Jong-un! Gar nicht mehr. Ich kann mich an den Hinweg nicht mehr erinnern. Ich habe noch kein Meer gesehen. Hallo! Wir sind angekommen auf Sylt! Einmal mit einem Magneten durch die Menge laufen. Die anliegenden Restaurants und Läden verloren durch das plötzlich komplett. Digga. Stand da gerade drauf, die Mauer muss weg. Boah, muss weg. Durch das plötzlich komplett andere Klientel sofort an Besuchern und Sylter fing an, für die nächsten Tage die komplette Gegend, die zufällig auch genau das Stadtzentrum war, zu meiden. Gucken Sie sich den Kaufmann mal an. Wer geht denn da jetzt noch rein? Hey, die Paris hat ja! Sogar ja! Vor dem 9-Euro-Ticket Bier zu den naheliegenden Amazon-Lockern auf die Insel. Nein. Au, oh, fuck. Bestellt, damit sie es nicht im Zug transportieren muss. Gepinkelt wurde in den Brunnen und um Geld wurde halt eben gebettelt. Innerhalb von 2 Tagen waren knapp 600 Euro. Und natürlich kam auch die andere Masse an angekündigten Menschen in Sylt an, die einfach nur Lust hatte zu feiern. Sylt, willkommen, Sylt, willkommen! Trinkspiele auf der Promenade, wo sonst Familien flanieren. Aufs Festland zu wollen, dann kann es natürlich ein bisschen chaotisch werden hier. Je später der Abend, umso ausgelassener die Stimmung. Und ich bin Tom und ich bin auch 18 Jahre alt. Ich bin auch hier auf Sylt. Man sieht da keinen Stress. Wir machen Meile jetzt auf Sylt. Wir wären niemals auf die Idee gekommen, nach Sylt zu fahren, wenn Sylt nicht so geschrien hätte, wir wollen euch hier nicht haben. Wo seid ihr Idioten? Die Anwohner von Sylt waren nicht glücklich über die neu dazugekommenen Besucher. Ja, ich find's eigentlich schon katastrophal. Oh, ihr Scheißwichser! Die hängen hier rum auf Staatskosten, machen nur noch Schaden. Es waren nicht die tausende Menschen da, wie eigentlich angekündigt, aber große Rekorde zu brechen, war auch niemals das Ziel. Geschlafen wurde in Zelten oder den Schall gar nicht gesehen. Auf den Dünen oder einfach bei warmem Wetter am Strand. Man buddelte Löcher am Sand, um seine Dominanz zu zeigen und neben einem Gruppenbild mit allen Beteiligten, die da waren und vielen unterschriebenen Schildern als Erinnerung an die gute Zeit, hisste man eine Plastiktüte, um allen Reichen zu zeigen, dass Sylt endgültig von dem niedrigeren Volk erobert wurde. Und als Friedenserklärung zwischen den Punks und den Redditern wurde sich in guter Manier in das pinke Prinzessinnen-Freundebuch eingetragen. Mein Wunsch für die Zukunft ist Anarchie. Kiffen, 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 kiffen. Mein Lieblingsschulfach. Phineas und Ferb. Mom! Mein Foto. Meine Unterschrift. Meine Hobbys sind saufen, saufen. Am Kindergarten chillen, saufen. Und wey, yo! Also, Bro! Noch wieder ein bisschen viel! Zeit ist die meiste Masse an Menschen wieder weggefahren. Doch es gab noch ein Problem. Die Punks hatten vor, zu bleiben. Immerhin waren sie die einzigen, die nicht zurückfahren mussten, um wieder arbeiten zu gehen. Und da sie keinen Platz zum Schlafen hatten, wurde erstmals auf der Straße übernachtet, bis die örtliche katholische Kirche den Punks anbot, auf der Wiese vor dem Gotteshaus zu schlafen, mit der Bedingung, dass die Punks jeden Morgen aufs Neue beim örtlichen Gottesdienst antraten. Wir haben uns alle heute hier versammelt, um über unseren Lord und Retter Jesus Christus zu sprechen. Und so wurde am naheliegenden Park ein Camp errichtet, in dem die Punks die nächsten Monate die Insel aufwerten sollten. Aufkommende Meinungsverschiedenheiten werden schnell nonverbal geklärt. Heute liegen da die Punks. Es ist schmutzig, es ist dreckig, es ist nicht sauber. Doch eigentlich wurde nur den ganzen Tag rumgegammelt und Musik gehört. Ein Punker hat sich aus Versehen mit Desinfektionsspray besprüht und dann selbst angezündet. Ich kann es wirklich nicht mehr, ist so viel. Ah, es ist der Teufel! Und die Leute vom Camp bekamen sogar Besuch. Ein Politiker fuhr mit Polohemd zum Camp und führte mit den Diskussionen oder machte den Punkern Jobangebote, was jedoch eine sehr geringe Resonanz bekam. Oder Gregor Gysi, der eine große Debatte anzettelte und versuchte, die Bewohner von Sylt und die Punks auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Kriegt ihr 50 Euro, ja? Nichtsdestotrotz gab es über die nächsten Wochen insgesamt 450 gemeldete Ruhestörungen, wodurch der Initiator vom Camp dann später 10.000 Euro blechen musste. Und nach einiger Zeit wurde das Camp dann von der Polizei geräumt. Die Punks hatten jedoch angekündigt, wiederzukommen. Und um das zu verhindern, baute die Gemeinde Sylt über die nächsten Monate eine riesige Kunstinstallation mit Wikingerschiffen, Statuen und gigantischem Blauwein. Die in der Nacht Wellengeräusche und Wahlgesang von sich geben sollen. Quasi gemeint als defensive Architektur. Digga.
Also wir leben in einer Simulation, ehrlich. Pur, ungebetene Gäste fernzuhalten. Digga, ich kann es nicht mehr. Also alles zu viel. Ist alles zu viel. Selbes wird übrigens auch am Hamburger Bahnhof mit klassischer Musik gemacht, um Junkies und Drogensüchtige abzuschrecken. Okay, dann spritze ich mir halt kein Heroin. Und so... Ja! Damit ging auch langsam das 9-Euro-Ticket zu Ende und der deutsche Nahverkehr kehrte wieder mit den gewohnten 15 Minuten anstatt 40 Minuten Verspätung zur Normalität zurück. Deutsche Fahrscheinkontrolleure standen wieder um pünktlich 0.01 Uhr mit dem Kiezblock in den Zügen und von ca. 83 Millionen Einwohnern in Deutschland haben ungefähr 50 Millionen Menschen das 9-Euro-Ticket benutzt. Der Klimaaspekt war jetzt nicht so groß, dass in der Stadt wieder Dschungelpflanzen anfingen zu wachsen. Jedoch wurde durch das Experiment ein Stein ins Rollen gebracht, der Monate später in dem heute existierenden 49-Euro-Ticket oder auch Deutschland-Ticket münden sollte. Und somit geht die Zeit des 9-Euro-Tickets als wichtiger Bestandteil in die deutsche Internetgeschichte ein. Eine Geschichte, die zeigt, was eine einzige Schlagzeile so bewirken kann. Tja, welcher Mensch auf der Erde hätte wohl gedacht, dass mehr Leute Bahn fahren, sobald man das Bahnfahren billiger macht? Was ein Video, Alter. Was ein Video.